Das hörst du einfach an und es erweckt bei dir auch Gänsehaut und so manchmal. Ganz kurz, ich finde sie krass. Viele Tage, Nächte konnte ich schlafen wegen Ian's. Ja, aber kümmert es mal, was du in Deutschland platzt. Er ist verliebt. Ja. Ja. Er ist verliebt. Nein. Alter, okay, Mann. Die kenne ich. Doch nicht, Alter. Oh mein Gott, Mann. Spoilert euch nicht immer. Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Wir reagieren heute auf ASMR. Die Jungs haben noch nie was davon gehört. Meine Freunde sind am Start. Demi, Tati, Bagisch und Nico. Wir versuchen über verschiedene Themen unsere Meinung abzugeben. Aber davor müssen sie erstmal in das Thema reinkommen. Und viele der Sachen kennen sie halt noch gar nicht, wie zum Beispiel halt ASMR. Und wir schauen uns jetzt erstmal deren Reaktion auf ASMR an. Hat er nicht ASMR gesagt? ASMR, ja. Deutsch und Englisch, ist egal. Was heißt denn das? Die weiß ich nicht, aber es wurde einfach wissenschaftlich bewiesen. Fangen wir einfach mit dem Video an. Reaction. Tu mal wieder bei Tatis Schuss, bitte. Ja, jetzt kannst du sie wieder nutzen. Das ist ernst heiß, Mann. Lass mich in Ruhe, Mann. Verstört, mal wieso schmatzt die? Um dich zu triggern. Das triggert mich gar nicht, Alter. Doch, man, mich schon. Okay, und was ist wissenschaftlich bewiesen, dass es mich in Rage versetzt? Nee, warte, halt, mach stopp. Ich auch voll den Hass. Also eigentlich muss man einen Kopfhörer haben, um das genau, in vollen Zügen zu genießen. Also du schaust sie währenddessen nicht an. Kannst du schon machen, aber muss nicht, also. Ich find, okay, was soll also ich muss sagen, ich schau auch erst einmal und ich schau nicht die Dinge an, weil das schaust du beim Schlafen an und dann machst du deinen Bildschirm runter. Also. Aber es gibt auch welche, die geilen sich drauf auf. Was soll das machen? Kribbeln in deinem Körper, weil das irgendwas auslöst. Runterholen oder was, Mann? Nein, eben nicht. Nein, Mann, echt nicht. Es hat zwar diesen Ruf, offensichtlich sieht man ja, aber eigentlich nicht. Ja, da höre ich doch lieber Wahlgesänge oder so einen Scheiß anstatt das da, Mann. Ey. Ja, aber das ist vielleicht so was Ähnliches. Das da, das macht mich wütend, Mann. In deinem Kopf und sowas. Ja, aber was bringt dieses Kribbeln? Entspannung und so. Also das heißt, vorm Schlafen gehen, das kommst ganze du runter. Video geht so lange jetzt. Ja. Ich weiß nicht warum, wieder bin ich der Experte. Ja. Ich habe ja chronische Insomnie, ich habe ja Schlafstörungen. Das hörst du einfach an und es erweckt bei dir auch Gänsehaut und so manchmal. Es gibt ein paar Sounds zum Beispiel. Mein Gott, Mann. Ja, ja. Ich weiß nicht, oder so ein Kratzen am Mikro. Ich weiß, das klingt crazy. Ich hab's am Anfang auch nicht. Aber was bewegt das bei dir? Du tust Kopfhörer rein, legst dich hin, es entspannt dich. Dieses Video anstatt, dass du die ganze Zeit nachdenkst, hörst du halt so Sounds, dann redet sie irgendwie ein bisschen süß und so weiter. Und danach entspannt es dich, du kommst mit Gedanken frei. Es gibt natürlich verschiedene Sachen. Also, es gibt Schmatz, es gibt verschiedene Trigger, es gibt verschiedene Leute. Es gibt No-Talking und sowas. Also, ich kann mir nicht irgendwas mit Reden anhören. Mach mal das Video, also, für mich geht nur No-Talking. Nur also hören, das heißt, nur Geräusche könntest du anhören. Und mach mal kurz in der Mitte. Auch nur ein Geräusch, was mir taugt. Mach mal kurz. Scratching, Tapping, was? Nein, Brushing. Alter, Brushing. Mach mal weiter. Nur Brushing, der Gast. Keine Ahnung. Also, irgendwas so Bürste oder was? Mit Bürste, richtig krass. Also, ihr kennt ja dieses Mikro? Und dann mit Bürste so dagegen. Alter, böses Geräusch. Und von euch. Mach mal deine Augen zu. Mach mal die Augen zu. Da wächst man geil und nicht mehr auf sich. Was? Oh mein Gott, Game of Thrones! Ja, aber daran merkt man, und jetzt kein Hate an ASMR Janina. Aber schau, ja, normale, richtige ASMR-YouTuber. Die machen keine Werbung. Oh mein Gott, sorry. Ja. Ich sehe zum ersten Mal aber Werbung bei ihr. Ich habe bei ihr noch nie Werbung gesehen. Jetzt komm, mach mal an. Ich will mal wirklich die Augen zumachen und schauen, ob das jetzt was bringt. Warte, ganz kurz. Also sie, weiß nicht, sie hat sich ein bisschen verkauft. Sagen wir mal so. Alter, bevor sie weiterhatet, ich kenne sie seitdem sie 20.000 oder so hat. Ja. Und sie war... Okay, schön, Badeschauer, lass das jetzt mal laufen. Schaust du sie jetzt noch aktuell? Ja. Sind sie ihre Videos nicht schlechter geworden? Ja. Badisch. Was heißt schlechter? Ja, kürzer, was heißt schlechter? Zum Beispiel kürzer, früher immer 30, 40 Minuten eine Stunde. Das stimmt, ja. Und jetzt knapp 10 Minuten. Die Frage ist, wie werden wir sein? Sagen wir, wir haben diese Reichweite, dann werden müssen wir ehrlich sein. Ja, aber hey, können wir mal das Video mal anschauen? Das ist nichts Verwerfliches, ist nur Tatsache. Aber gibt's mehr Werbung und so. Und in ASMR-Videos Werbung zu schalten, ist eigentlich, geht eigentlich nicht. Und wie lange muss sowas sein?
Weiß man das? Also gibt es da irgendwie eine... Dass man halt einschläft oder wie man sagt. Gibt es da, ja, gibt's also da eine wenn Zeit? Gibt's bringt da eine bringt Zeit? Das was, wenn man mehr hört oder weniger? Ja, oder? Das ist komplett individuell, bei jedem anders. Ganz kurz, ich finde sie krass. Viele Nächte konnte ich schlafen wegen ihren Sounds. Ja, aber können wir das mal versuchen? Und Deutschland pervers waren. Nein, ohne Spaß. Ja, aber können wir das mal versuchen, überhaupt mal anzuschauen, dass du jetzt mal die Klappe hältst und dass du es mal anmachst? Jetzt chill, richtig kannst du eh nur mit Kopfhörern und abends zu Hause, Alter. Verkauft, oder? Und das ist ein richtig teures Gerät. Es gibt auch ein paar, die lecken dran rum und so. Ja, Sarif, bei deiner Stimme kann ich mich nicht entspannen, Mann. Mouth Sounds, Kissing Sounds und sowas. Ja, Mann. Es gibt halt verschiedene. Die Dinge. Lecken an dem Teil und so rum. Und es hat end viele Klicks. Wie viele Follower hat die jetzt? 350.000 oder so. Das ist wenig in der ersten Mission. Es gibt einen Deutschen, der heißt... Boah, wie heißt der? Ich dachte, die ist auf Platz 1. Aber sie ist rein deutsch. Ist sie auf Platz 1? Ja, sie ist rein deutsch. Der andere ist Deutscher, aber macht englischen Content. Also redet Englisch. Ah ja, der crazy Typ mit den Handschuhen. Die ist der ist eigentlich... Ja, aber hat das was bei dir gebracht? Wie? Ja, bei mir bringt der Typ zum Beispiel nicht so viel. Und sie schon, oder was? Ja, ich mit schon oder ohne schon? Klar, war ja halt... aber das ist halt auch vielleicht von der Stimme abhängig. Aber glaub mal. Oh Mann, das ist halt... Es gibt Menschen, die sind gut für die Menschheit und Menschen, die sind nicht aber so gut. Und ihr Mindset ist echt gut, wie sie Dinge erklärt, wie man an Dinge rangeht und so, das ist sie echt gut, da kann man gar nichts sagen. Ja, das ist so... Sie beeinflusst die Jugend aber positiv. Muss man sowas lernen eigentlich? Gesundheit. Gesundheit. Muss man sowas lernen? Nein. Du musst auch richtig so eine Leidenschaft... Ja, du musst Ahnung haben davon. Du musst Ahnung haben davon. Du musst halt gute Geräusche machen. Na, ist es ein bisschen mehr Leidenschaft? Ja, natürlich, mehr Leidenschaft. Ja, aber ganz ich kenne so einen Asiaten. Aber ganz ehrlich, musst du mal so einen Asiaten. Aber da ist ja für mich ja mehr dabei, weil wenn du zum Beispiel halt, da muss man sich doch so einen Arzt oder CD oder keine Ahnung. Glaubst du YouTube, dass da hilft? Du musst ja einschlafen. Da musst du auch ein bisschen Ahnung davon haben. Ja, genau. Ich würde da eher was Professionelles vertrauen. Was sag ich mal? Es ist eins von vielen Videos. Es gibt so viele verschiedene Versionen damals. Und dann hat sie immer mehr gemacht. Sie hört ja ihre Songs. Ja, genau. Hat sie selber auch Mundgeräusche. Tippen, ja, ich weiß schon, was du meinst. Brushen, aber weißt du, was ich meine? Und bestimmt gibt es irgendeinen, der auch... Oder gibt es sowas... Nein. Oder gibt es sowas... ich brauche sowas nicht. Ich kann halt schon gut so schlafen. Ich auch. Aber wer es braucht jetzt... Ich würde da eher was Professionelles dann holen. Oder keine Ahnung. Also mich würde eher was interessieren, so was wirklich irgendwie mit Natur, Tiere oder keine Ahnung, sowas oder entspannte Musik, genau, sowas. Genau. Aber nicht irgendwie das hier... Ja, das gibt dasselbe Prinzip, nur besser. Aber das hat mich nicht entspannt. Das ist ehrlich gesagt... Das ja, das irgendwie, muss, ja, aber das ist ja bei jedem auch anders. Das ist ja bei jedem anders. Aber gibt es sowas mit Natur, Tiere und ja, sowas? Sicher, das ist die 1990-Version. Ja, das ist die 2020, 30 Jahre später Technologie-Version. Früher war alles besser. Ja, ist halt echt so. Also ich wollte eigentlich sagen, jetzt ist alles besser und die sind alt. Das wollte ich eigentlich sagen. Oh mein Gott, Mann. Was laberst du? Aber echt, tu mal darüber, Alter, nicht zu mir, gell? Du bist älter, als willst du, Mann. Ja, aber ich bin... Bei dir gab's gar keine Computer, das war Laptops, Alter. Ich bin der Älteste, aber immer noch jung. Tut mal nicht so, jung, ich dachte, so alt ist. Gell? Was soll der Scheiß, Mann? Verpisst euch. Ich mach weiter. Er ist ein Verliebter. Sie geht so, man hat kurz ihr Po oder Bein gesehen. Oh mein Gott! Oh mein Gott, nimmt das echt nicht auf. Nein! Man verliert doch seine Verträge und Alter, alles. Alter, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin ehrlich. Und ich bin nicht so notgeil wie die meisten Männer. Jeder nein, gar nicht. Was hast du uns gerade erzählt, Mann? Lass mich doch zu Ende reden. Tu doch. In den Intimmomente, komm. Ich musste kurz einen Gegenstand holen und man hat kurz was gesehen. Bei dir ist ein Gegenstand größer geworden. Richtig. Dann ist sie zurück, man hat gar nichts gegen sie. So, Entschuldigung, wenn man was gesehen hat und so voll höflich, voll... Ja, klar. Ja. Entschuldigung, dass man was gesehen hat. Nicht. Was? Und du hast die Szene ganz genau gemerkt, Alter. Es gibt viele, die... SMA-Szene ist halt echt zweigespalten. Es gibt echt welche, die das sehr sexualisieren. Wie viele Männer gibt es, die das machen? Auch genügend. Und dann gibt es welche, die das echt... Echt wirklich nutzen, okay, normal nutzen. Okay, sag mal ehrlich, wie viele von diesen Männern und Frauen, die dieses Video machen, sind optisch attraktiv? So wie in YouTube allgemein immer, mehr als der Durchschnitt natürlich. Ja, das, was wir vorhin geschaut haben, war jetzt nicht mehr als der Durchschnitt. Ja, Janina ist eine süße Maus, ja? Ja, die verkauft sich ja wahrscheinlich viel ist mit ihrer Optik. Ist ja auch nicht verkehrt, oder? Hey, ich finde sie, ganz ehrlich, ihr hättet sie voll zu Unrecht. Aber ich hätte sie nicht, ich hätte sie nicht, aber ich sag mir, ich kann nicht vorstellen, dass ich sag euch jetzt mal jemanden, der echt mit seiner Optik Klicks macht, im Vergleich zu Janina jetzt. Alter, okay, Mann. Warte ganz kurz, sie hatte damals 5000, ich glaube, sie hat noch eine OP machen lassen. Okay, oder so. Wie viel hat sie jetzt? Wir hatten mit allem recht, was wir gesagt haben. Hat sie weggemacht. Ich kannte sie, wo sie 5000 hatte. Auf einmal, man sieht so, sie macht ein paar Videos, 50.000, 60.000 Abos.
Ends crazy. Da sieht man, aber auch, da sieht man aber auch, dass sie echt mit ihrem Aussehen auch viel... Okay, aber ich muss auch sagen, dadurch, dass sie so sinnlich ist, manche von denen sind echt Hammer. Aber nur manche. Ja. Geschmackssache. Ja, aber ich finde es schon, aber hört ihr das nicht, Mann? In, also, das Kribbeln, ja, ich das ist echt krass, Mann. Ja, das schon, hört ihr das nicht, ja, das Kribbeln? Ich höre das jetzt schon so krass. Ja, aber wenn du entspannt es nicht. Ja, das weißt du doch gar nicht, Mann. Doch. Mach das doch mal 10 Minuten oder so. Nein, ich brauch's mit nicht. Mit Kopfhörer, mit allem. Wozu? Dann bist du nachts. Weil du also, dann bist du vielleicht nicht so aggressiv. Also, wenn du sowas. Ich werde dadurch noch aggressiver, Mann. Du hast nur Vorteile, Mann. Nur Vorteile hast du, Alter. Oh mein Gott, lass den Jungen doch Klarinette spielen, Mann. Ich schon gleich alles schlecht, Mann. Ja, natürlich. Wie immer. Ja, ich will dir nicht mal anschauen. Ja, dann mach deine Augen zu. Aber ich finde das ends krass, Mann. Kennst du diese Brausebonbons oder wie? Dings? Ja, diese, Ahoi, nein, Brause. Diese. Ja, die, Ahoi Brause, ja. Ja, genau. Das sind noch so diese. Und dann kann ich auch so reden mit der Ahoi Brause und dann hört sie mir zu, oder was? Ja, du kannst ja auch so ein Gerät kaufen, dann kannst du auch so reden. Du kannst auch ein ASMR schon. Ja, man hört es doch dann, dass du es nicht wirklich liebst und ohne Leidenschaft machst. ASMR Beleidigungen. Ich sag nichts gegen die Person, aber ich sag über die Thematik selber. Diese Geräusche, wie bei der Ahoi Brause, wie macht sie die? Schmatz, das Mikro ist so krass eingestellt, ja, dass es alles hört. Boah, die Soundqualität. Was ist denn das eigentlich? Ist es ein Mikro? Das sind okay, das ist krass. Das und wie hat sie diese Geräusche mit den Fingern? Hört man das dann auch? Alles hört ja man, ja. Okay, das ist du krass. Hörst auch welches Ohr. Du hörst auch welches Ohr. Also wenn sie nur am linken Ohr macht, ja, genau, nur links. Das ist echt krass. Ja. Ich finde das schon krass, Mann. Aber dann so ist krass, natürlich... Sie machen so richtig krasse Übergänge und ja, man spürt es richtig hier hinten. Ja. Das also, ist krass. Also ich, am Hinterkopf. Also die Geräusche sind echt heftig, Mann. Ja. Ist halt die Frage, ob es halt das bei den Problem einzelnen ist halt, was bringt oder das nicht. Das Problem ist halt, ja, sagen wir mal, es bewegt ja, wissenschaftlich also wirklich, weil ich kann es jetzt nicht nachvollziehen. So muss Fokus, Mann. Das Problem ist aber, sowas zieht es doch wieder dann in den Dreck, oder? Ja, sowas zieht es. Ja, sowas schon, aber die davor war ja vielleicht... Schau jetzt her. Aber das ist ein Vergleich, weil ihr habt schon bei Janina so runtergemacht, aber und die ist halt überhaupt nicht schlimm. Okay, aber seien wir jetzt mal ehrlich, jemand, der... Also ihr seid zum Beispiel Prototyp. Null offen dafür. Ja, Mann. Das habe ich gar nicht gesagt. Doch. Aber du meinst es. Was? Ich habe sie direkt verurteilt. Ich habe sie verurteilt, das stimmt. Du hast nicht mal die Schlimme gesehen. Können wir mal einen Kerl machen? Ja, können wir auch machen. Warte, ganz kurz gesagt, gefällt dir Gänsehaut zu haben? Zu bekommen? Ja. Ja, jetzt krieg mal Gänsehaut. Stell dir vor, deine Freundin streichelt dich am Rücken. Aber kann es sein. Sonst kennt man fast nicht. Ja, eben. Schau, stell dir vor, du liegst mit deiner Freundin im Bett. Sie streichelt über deine Wange. Oh mein Gott. Mann. Aufblasbare Puppe, Mann. Was will der jetzt von mir, Mann? Bist du hier? Du mit deiner Klarinette, verpiss dich, Mann! Saxophon, oder? Als Smaller. Mach mal, kannst du mal alle Blasen einen Kerl machen? Ein Mann hören. Soll ich einen Mann machen oder einen Mann? die haben ja nur optisch. Die sagen immer nur optisch. Warte, wir haben nur eine Minute geschaut von dir. Aber wer ist denn der krasseste dort? Was ist denn das krasseste Video irgendwie? Schau mal, wie sie mit dem Körper das macht, Mann. Hörst du das? Das ist ernst heftig, Mann. Krasse Geräusche, Mann. Und so, wenn ich Geräusche machen kann, hätte ich nicht gewusst. Oder? Ja, krass. Was kostet so ein Gerät im Einkauf, Hong? Nur Interesse halber. Viel wahrscheinlich. Ja, wirklich sehr viel. Mach doch mal einen Kerl jetzt bitte. Ich möchte das mal. Vierstellig schon sogar. Ja, ja. Wir sind echt alt geworden, Mann. Oh, wir sind echt alt. Ihr seid älter als ich, Mann. Du bist jung geblieben, Alter. Ja, ist auch gut so, Mann. Ja, nur Vorurteile, Alter. Nur Vorurteile. Ja. Hört doch eure Wale oder eure Delfine, Alter. Gehört dein... Ja, so Amazonas reden. Ja, Mann. Ja, richtig geil. Was hast du gegen... Diese Türme. Was hast du gegen Amazonas? 29 Male Artists. Ups. Da macht er, glaube ich... Was ist das? Machen wir dann so Wahlgesänge oder so. Es hört sich viel geiler an, Mann. Machen echt richtig lang. Das ist ja über eine Stunde, Mann. Ja, weil du sollst ja damit einschlafen. Diese 10 Minuten. Oh, da kann ich echt gut schlafen bei sowas. Ja, aber kann man, gibt's auch andere Sachen? Jetzt, oder nur auf YouTube? Gibt auch. So Podcast Apps oder irgendwas oder sowas? Ja, gibt's auch Apps und sowas. Schon, oder? Benutze es schon. Ich kann die Werbung nicht abschalten. Ab und zu, aber nicht regelmäßig. Alter, dass man sowas auf Sound aufnehmen kann, ist schon krass. Ja, dann merkst du, dass eigentlich müssen wir nur die Hypes aus Amerika einfach in Deutschland machen. Wenn irgendwas Neues gibt, einfach übernehmen. Machen ja die Simon Desi und sowas, Leo Moschert. Ich dachte, Simon Desi sehe ich gar nichts mehr. Gibt's ja noch. Alter, er ist rich in Dubai, Alter. Du kriegst ja gar nichts mehr. Er macht so finanzberatungsmäßig. Ja, wirklich heftig. Kennt ihr halt noch, wo er DJ war? Oder? Der war doch mal DJ, wenn ich mich irre, gell? Ich weiß nicht. Ist das jetzt einer oder sind es mehrere? Oder? Das der war auch Disc-Jockey, dachte ich 29 mal. 29 hast du mehr. So, das sind jetzt zum Beispiel Kerle jetzt, ja?
Also hat es nichts mit Ding zu tun. Das ist halt echt von Person zu Person anders, Mann. Du wirst. Du ich habe 5 Stunden geschlafen, 6 Stunden gearbeitet. Weißt du, was ich glaube? Es könnte potenziell. Aber seien wir ehrlich, es könnte auch ein Placebo vielleicht sein. Auch, vielleicht warst du auch müde, Mann. Es könnte. Ja, ich konnte nicht schlafen. Achso. Placebo-Effekt funktioniert ja nur, wenn du weißt, was kommen soll. Ja, du weißt ja, was kommen soll, dass es sich entspannt. Nein, eben nicht. Doch. Ja, jetzt schon, aber nicht, als ich das erste Mal das geschaut habe. Weißt du, doch, wieso? Da auch. Du gehst nicht, du erwartest. Du weißt ja nicht, was es ist. Wieso? Du wusstest doch, du hast dich nicht zufällig irgendwie gehört. Du hast Erwartungen gehabt? Nein, ich hatte keine Erwartungen. Du hattest keine Erwartungen. Ich hab. Das war Sommer 2016, wo Pro Go rauskam. Ich hab. Nee, schau, ich hab 2 Arbeiten geschrieben. Und jetzt im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, die 2 waren mehr als meine Bachelorarbeit. Aber ich hab 2 Arbeiten geschrieben und ich hab immer diese Study-Musik gesucht. Das ist was ganz anderes, okay? Und als diese Study-Musik dann auslief, durch YouTube kam dann das nächste Video vorgeschlagen und das war zufällig ein ASMR-Video. Okay. Und ich so, oh mein Gott, was ist das? Bevor ich überhaupt wusste, was das ist, ich habe nicht mal drauf geschaut, um zu sehen, was das ist, sondern es lief einfach im Hintergrund, auf einmal lief es. Und ich so, ganzes Kribbeln durch den Körper, ich so, oh mein Gott, was ist das? Und seitdem kenne ich das. Ohne Placebo-Effekt. Ja, aber echt, Mann. Wie gesagt, ich bin auch... Das ist aber echt, du kanntest es auch nicht bis heute, Mann. Ja, aber ich bin der Meinung, dass man, wenn man Sachen hört, dass man einfach ruhiger ist und. Das ist einfach so. Es ist wirklich bewiesen, dass es helfen kann. Ja, natürlich kann es helfen. Helfen kann alles. Helfen kann ist ja... Helfen kann auch, wenn du mit dem Rauchen aufhörst, Marisch. Helfen kann auch, wenn du mit dem Rauchen aufhörst, Marisch. Ja. Nimm's auf. Also wie gesagt, ich denke immer so normale, andere Klänge und sowas. Das aber dieses Kratzen und keine Ahnung, ich empfinde das nicht. Ja, aber wieso verstehst du nicht, dass... Ich verstehe, dass es Leuten schon hilft. Das ist ja die... Ich finde nicht, dass es die... Nein, finde ich nicht. Ich finde, dass diese Klänge eine höhere Stufe sind. Ich finde nicht, dass es eine Weiterentwicklung ist. Es ist eine, sag ich mal... Rückschritt. Nicht, ja, auch nicht Rückschritt. Es ist so ein Nebenzweig ist es. Für mich ist es ein Nebenzweig. Was? Nebenzweig. Was gibt es da zu lachen? Von den Klängen. Natürlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgend so ein Typ, der, keine Ahnung, 15 Stunden am Tag arbeitet, irgendwie Burnout hat und dann legt er sich hin und... sag ich mal, dass das unbedingt hilft. Also ich denke, dass so normale, entspanntere Musik kontinuierlich, dass das, sag ich mal, viel besser ist. Ja, aber diese normale Musik wirst du ja diese ASMR nicht hören. Ich höre dir, ich suche jetzt bei was Google bei YouTube. Mal ASMR. Nein, Google. Ich will diese andere normale Musik. Ja, aber Google mal Definition ASMR. ASMR. Erstmal geh ich in den Schatten. Hau ab, Alter. Was ist das? Café del Mar, oder? Wale oder so. Ja, ist das nicht entspannter? Sag mal. Ja, Google doch ja, mal. Warte, sei mal ruhig, entspann dich. Warte, ich google das mal. Ich mag sowas auch ja, mehr. Ja, sowas ist ich doch viel entspannter. Mehr. Okay, wir sind alt. Meeresrauschen. Meeresrauschen, ja. Kopfhörer rein und dann hört die Janina. Aber ich mag sowas auch. Ja. Leg dich doch mal hin. Ich brauch's nicht. Wozu ja, okay. Dann hast du halt ein anderes Empfinden vielleicht. Ist, ja. Bist du open-minded, offen für neue Dinge? Oder hast ja, genau. Du fest nein, ich habe aber nicht ja, gesagt, dass... Fest Nico ist fest eingefahren. Warte mal, ich habe nicht gesagt, dass ich es nicht probieren würde. Altmodisch fest eingefahren, alles. Ja, meine ich nicht. Ja. Nico. Nein, aber wenn ich schon auf dem Handy die Musik vergleiche, diese Tiergeräusche und Wale und so, das hört sich für mich schon auf dem Handy besser an. Ja, aber du weißt doch gar nicht, was für dich das aus... Also diese Töne in dir aus. Du weißt ja, aber es weckt kein Interesse bei mir jetzt. Deswegen ist ja, dann test es doch mal, Leute. Wenn du nicht offen dafür bist. Ja, Mauer null. Direkt zu. Nein, wenn jetzt. Mauer gar nicht offen. Nein, ja, ja, genau. Wie soll das dann zu, durch? Die Mauer war noch nie offen, ja. Mann. Aber schau mal, wenn sich die Geräusche jetzt für mich angenehm angeklungen hätten, dann sei mal. Nein, weißt ja, du, was dann war, dann weißt, echt was geil, abgeschreckt hat, weil die das mit ihrem eigenen Körper gemacht haben. Wir haben schon ein Vorurteil direkt. Das stimmt aber wirklich, weil ich habe auch. Voll. Das ist halt so, es ist halt so. Weil wenn wir das jetzt nicht, wenn wir nur die Geräusche gehört hätten, dann hätten wir uns gedacht, okay, was ist das? Dadurch, dass wir es auch visuell gesehen haben. Wieder der tiefgründige Boss hier. Ja, dadurch, dass wir das auch visuell gesehen haben, haben wir direkt... Rauszureden, nein, ist ja so. Ich war ja auch auf Nikos Seite. Ich sag jetzt, ja. Jetzt wieder rausreden, oder? Nein, jetzt ist doch nichts raus, ich erklär's doch nur. Was für rausreden? Jetzt rausreden, dass du Vorurteile hattest. Ja, das war ja der Grund. Ja, genau. Es ist aber so. Ja, wir denken halt direkt, okay, es ist wieder eine schöne Frau, die das macht. Oh mein Gott. Ja, und es ist wieder irgendwas Sexuelles, auf welcher Basis es wieder verkauft wird. Das war halt auch mit der Grund natürlich. Mach mir die Arme, oder? Ja, aber wie gesagt, ich habe es nicht probiert, deswegen kann ich nichts dagegen sagen.
Ich hatte Vorurteile, jetzt habe ich noch ein schlechtes Urteil, Mann, Alter. Nein, ich habe es ja nicht probiert. Ich habe ja meine Vorurteile gehabt, aber wie gesagt, ohne Scheiß, ich werde es probieren. Also das ist was, wo ich, also diese anderen Videos zum Beispiel, die wir geschaut haben, sage ich nicht, dass die mich interessieren, dass ich die anschaue. Aber sowas werde ich mal schon mal... Das wäre echt interessant. Die Sache ist halt, du musst genau deinen Trigger finden. Ja, genau, das ist es. Wie gesagt, ich habe auch nur diesen einen Trigger, der Rest finde ich auch schrecklich. Aber hörst du dann immer das Gleiche? Ich versuche, es ist nicht immer dasselbe Video, aber es ist immer derselbe Trigger, also... Die müssen ja auch Rush, jeden Tag die neue. Ist die Kategorie, die müssen ja auch immer neuen immer Content hörst, bringen. Dann ja, kriegst du irgendwann kein ja da musst du auch Pause machen und so. Theoretiker und sagen, die manipulieren ja, euch. Irgendwann kommt dann so. Das gibt's auch echt, aber nicht. Trigger bei euch, Mann. Sondern so unterschwellige Nachrichten. Ja. So bei dieser Entspannung. Oh mein Gott, gibt's sowas auch nochmal. Ja, natürlich, wenn sie so Werbung machen oder so, kauft euch iPhone und so. Auf jeden Fall, das war Euge. Was war Euge? Unsere Meinung zu ASMR. Schreibt gerne unten in die Kommentare, ob ihr euch ASMR gönnt. Und was für Videos, Ideen, Themen wir noch besprechen, anschauen sollen. Das war's von uns heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ciao.